Hi, und willkommen zu meinem Video. Ja, bin gerade in einer ganz blöden Situation. Die ist sehr unpraktisch. Also, ich fange jetzt einfach mal an, die Situation für euch aufzudröseln. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte euch bei diesem Zimmerprojekt mitnehmen. Ich möchte euch alles mit euch teilen. Ich möchte, wenn es jetzt nicht Handwerker betrifft, euch auch gerne das alles zeigen und alles. Und ich möchte euch vor allem immer erzählen können, was los ist, was gerade Stand der Dinge ist, was aktuell ist, was passiert ist und so weiter. Jetzt war es aber so, dass ich es war so, dass ich die letzten 23 Tage meines Lebens verloren habe. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Durch dieses Feuerwerk ist irgendwie hat mein Hirn ja alles abgeschalten, wie immer normalerweise, was ich ja schon kenne. Nur dieses Mal war es so, dass es irgendwie alles komplett verwirrend und anders und weird war, dass alles zu spät ist. Und also, ich kann es ja anders formulieren, aber mein Hauptproblem war, ich habe mich verloren. Und ja, jetzt war es so, dass ich gestern war, war es gestern oder vorgestern, der Schnatter? Vorgestern. Okay, vorgestern, Mittwoch. Dienstag. Dienstag. Also vorgestern am Dienstag habe ich dann nach 23 Tagen hat mein Hirn die letzten Reste wieder freigegeben und dann ist mir was aufgefallen. Also für mich selbst, ich bin total noch selbst zum Teil unter Schockzustand. Mir fehlen 23 Tage. Ich habe in der Zeit funktioniert, ich habe gearbeitet, ich war tatsächlich, meine Motorik hat funktioniert wie noch nie zuvor, aber ich habe einen Filmriss, einen kompletten Filmriss. Ich kann fast nichts über diese Zeit sagen, weil, ja, ich mich an fast nichts erinnere. Es gibt so Dinge, an die ich mich erinnere, es gibt Dinge, an die ich mich überhaupt nicht erinnere, es gibt Dinge, wo ich habe Tagebuch geschrieben, ich hab Projekttagebuch geschrieben, aber ich selbst könnte euch jetzt da ehrlich gesagt keine Sache. Ich kann euch nur erzählen, was ich aufgeschrieben habe, was sich aber anfühlt, als ob es gar nicht ich gewesen wäre, die das erlebt hat. Das klingt jetzt irgendwie voll weird, aber es ist halt wirklich so. Es fühlt sich an, als ob da ein ganz anderes Ich gewesen wäre. Und ja. Und ja. Jetzt ist mein Problem. Wie erzähle ich euch, was der aktuelle Stand der Dinge ist, was ich getan habe, was ich nicht getan habe, was passiert ist, was nicht passiert ist, was wichtige Schritte waren, wenn ich mich noch so sehr bemühe, nur ganz wenig erinnere. Stimmt, ich gerade Zimmer ausräumen. Ja, nee, das ist ja schon mal nur das Erklärungsvideo. Danach mache ich einen zweiten, dann fange ich an mit, versuche ich. Ach so. Also, ich werde euch jetzt versuchen, mit Hilfe von meiner Mutter, die dabei war, wobei das auch gerade irgendwie komisch ist, weil wir gerade in einem Streit sind mittendrin, aber anders geht's halt nicht. Sie ist die Einzige, die in dieser Wohnung Erinnerungen hat. Mein Vater kann ich nicht fragen. Da kann ich froh sein, wenn der sich erinnert, was vor einer Stunde war. Der ist er auch nicht unbedingt, der weiß auch nicht, was ich, und vor allem, der war ja nicht hier oben und hat es nicht miterlebt. Ja, unpraktisch. Sehr unpraktisch. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie diese 23 Tage bis zu dem Punkt, wo ich euch erzählen kann, was da die letzten 2, 3 Tage war, auffüllen. Ich komme mir gerade vor, wie bei so, wie wenn man Korken in irgendwelche Löcher reinstopft. Hauptsache, da steckt irgendwas drin. Tja, mein Hase findet es auch nicht geil, oh Milo. Und jetzt? Einzig Gutes, wer meckern kann, dem geht's gut. Nicht wahr? Ja.
gell? Willst du dich jetzt hinlegen? Willst du meckern? Willst du fressen? Egal, ich ignoriere dich jetzt einfach mal. Das ist der Mutterinstinkt. Kann man nämlich nicht. Egal wie sehr man es versucht, man kann es nicht. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe euch da jetzt genug erklärt. Ja, und ja, ich würde das Video jetzt an diesem Punkt beenden und euch einfach versuchen, die Geschichte so weit zu erzählen, wie meine Erinnerung reicht. Also dann, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.